Passend zum Valentinstag veranstaltete die Musikkapelle Geisberger vergangenen Freitag ein Valentinskonzert in Schwand im Innkreis. Alles drehte sich um das Thema Liebe. Ein wundervoller Abend voller romantischer Klänge und mitreißender Powerballaden der Blasmusik. Lehnen Sie sich zurück und genießen den Konzertabend jetzt im TV. Am Freitag, den 16. Februar 2024, wurde Liebe besonders groß geschrieben. Das Valentinskonzert der Musikkapelle Geisberger-Gilgenberg Schwand wurde vergangenen Freitag in der Turnhalle Schwand veranstaltet. Seit stolzen 155 Jahren verzaubert die Musikkapelle Geisberger ihre Zuhörer mit musikalischen Klängen der Blasmusik. Und an jenem Abend versprachen die Musiker ein wahrhaft abwechslungsreiches Programm, von ruhigen Melodien bis hin zu mitreißenden Powerballaden. Dirigiert von Kapellmeister Markus Geisberger. Ja, wir Musikerinnen und Musiker haben uns gemeinsam mit unserem Kapellmeister Markus da auf der Bühne herum bereits in Position gebracht. Ich darf euch sehr herzlich zu unserem Valentinskonzert begrüßen. Wir freuen uns wirklich ganz gewaltig, dass wir heute für euch musizieren dürfen und dass so viel unserer Einladung gefolgt sind. Valentinskonzert steht auf unserer Einladung. Ja, und somit ist das Konzertthema ja eigentlich schon vorgegeben. Liebe und so weiter kommt jetzt da nicht runterstehen, denn um die Liebe wird es heute natürlich ganz oft gehen. Und der Tour selbst inspirierten Jakob De Haan zu dieser lyrischen Komposition. Das Stück Yellow Mountains entführt uns auf eine Reise durch malerische Landschaften und romantische Gefühle. Im Anschluss hören Sie das mitreißende Klarinett-Solo Ebony Fantasy. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil der merkt, hätte man das nie. Du müsst jetzt gut aufpassen, sonst versteht ihr das aufs erste Mal nicht. Ebony Fantasy ist ein Solowerk für die B-Klarinette und Blasorchester. Ein ideales Stück, um junge Solisten und Solistinnen ins Rampenlicht zu rücken. Nach einer kurzen Einleitung ist das Thema vage vorgestellt. Wir folgen mit einem lyrischen Andante Espressivo und einem kraftvollen Allegro. Über eine kurze Kadenz, an welcher die gesamte Musik teilnimmt, kehrt das lyrische Andante zurück, das zum Schluss hin langsam verebt. Wahnsinn, oder? Wir stehen kurz, dass wir ein Stück auf den Punkt bringen können.
sagt sie sicher, der andere, was hat das jetzt mit Valentinstag zu tun? Genau, nicht viel, aber ich verrate eine Kleinigkeit, der macht das Ganze für jeden viel mehr Sinn. Unsere Solistin hat sich nämlich heuer dazu entschieden zu heiraten. Und zwar niemand geringeren wie den Großmeister am Schlagzeuger Stefan Fuchs, der uns heraushält. Genau, und weil zum Heiraten im Grunde doch ein ziemlicher Potzen Liebe auch dazugehört, macht das Ganze wieder Sinn. So haben wir wieder, so schließt sich der Kreis, so haben wir wieder beim Valentinstag. Und jetzt, glaube ich, habe ich genug Zeit geschaffen, dass ihr unsere Solistin vorbereitet habt. Ich wünsche ihr gutes Gelingen und euch gute Unterhaltung bei Ebony Fantasy. Natürlich haben unsere Magadänderinnen heute, also falls wer was Deftigeres braucht.
die waren erst beim Hügel an Schnaps verkosten, also frische Ware. Also ich bin die Barbara, ich bin die Obfrau von der Musikkapelle Geisberger. Wir sind ja sehr alte Musikkapelle, glaube ich, kann man sagen. Wir haben eine große Tradition. Uns gibt es seit 1869, also mittlerweile seit 155 Jahren. Und das Besondere an unserer Musikkapelle ist eben das, dass wir seit der Gründung, seit die Musik besteht, haben wir jetzt 7 Kapellmeister gehabt und die waren immer aus der Familie Geisberger. Nichtsdestotrotz können wir natürlich, mir alleine schon lange nicht mehr bestellt, es war früher anders, da waren die Kapellen klein. Mittlerweile sind wir auf einen großen Klangkörper angewachsen. Wir sind froh um jeden Einzelnen, wir haben sehr viele sehr engagierte Musiker, sehr viele Junge, die mit Begeisterung dabei sind. Ja, wir haben Spaß am Musizieren und es taugt uns halt unheimlich. Hallo, grüß euch, ich bin der Markus Geisberger. Ich bin der Kapellmeister von der Musikkapelle Geisberger Gilgenberg-Schwand. Das mit dem Gilgenberg-Schwand, das hängt an dem Zaun, weil wir einfach für 2 Gemeinden zuständig sind. Und wir freuen uns deutlich jedes Jahr, dass wir da immer Konzerte machen können. Wir haben diverse Ausrückungen, also wir sind immer sehr fleißig aktiv unterwegs. Aktuell sind wir ca. 50 Musiker. Von jung bis alt ist alles vertreten. Und natürlich immer wieder, Jungmusiker haben auch immer wieder sehr gewünscht uns. Also wenn wer Interesse hat, einmal irgendein Instrument zum Lernen, ich darf mich freuen, wenn wir da in unserem Körper einfach so groß und aufrecht bleiben dürfen, wie wir es bisher haben. Vielen Dank. Hallo, grüß euch, mein Name. Ich bin Dilliberg und auch der Schwand. Ich bin der Älteste praktisch von der Geisberger Muse, der Obmann bin ich, wie früher gewesen. Und alle Sachen habe ich eigentlich durchgemacht, bis zum Jugendreferenten und praktisch Organisator. Und bin jetzt 70 Jahre bei der Musik dabei und mich freut jeden Tag, wo ich dabei sein kann. Und ganz stark unterstützt mich natürlich meine Frau, Marianne, weil sonst kommt man das nicht alles durchziehen in einen. Und ich glaube, solange ich nur ein wenig fit bin, wäre ich da mit da. In der Pause wurden die Besucher mit einem verlockenden Buffet überrascht. Köstliche Stangerl und eine große Auswahl an erfrischenden Getränken warteten auf die Gäste. Die Makatenderinnen standen bereit, um den Besuchern mit ein paar feinen Schnäpsen den Abend zu versüßen. Und die Gäste gönnten sich dabei das eine oder andere Stamperl in bester Gesellschaft. Nach der Pause folgte ein bezauberndes Gesangssolo von Miriam Brunner. Ich hoffe, ihr habt die musikalische Wanderung mit uns genießen können. Weiter geht's nun in unser Programm mit einem Stück mit Gesang. Miriam Brunner singt mit uns das Stück »Ich gehöre nur mir«, eines der bekanntesten Werke aus dem Musical »Elisabeth«. Komponiert von Sylvester Levay und getextet von Michael Kunze. Thank you.
Kölner geschaut, wie können wir jetzt da hochgehen auf Valentinstag? Wie haben wir dann gedacht, ja, die eher Jüngeren und uns kennen halt die Lieder von Nina einfach eher aus der Furtgezeit. Und nachdem ja kaum eine romantische Geschichte ohne Furt gehen beginnt, ja, dürft ihr alle mal ein bisschen ein Bild ausmalen und vielleicht habt ihr die ein oder andere romantische Erinnerung zu einem Stückchen von Nina. Viel Spaß! Als grandiosen Abschluss präsentierte die Musikkapelle Geisberger ein bekanntes, flottes Stück, 99 Luftballons von Nena.